Deutschland im Endspiel der Fußballweltmeisterschaft. Das ist eine Riesensensation. Das ist ein echtes Fußballwunder. Ein Wunder, das allerdings auf natürliche Weise zustande kam. Deutschland also mit Turek aus Düsseldorf im Tor, Posipal aus Hamburg und Kohlmeier aus Kaiserslautern in der Verteidigung. Die Läuferreihe der Deutschen mit Eckel und Liebrich aus Kaiserslautern und May aus Fürth. Der Sturm mit Rahn auf rechts außen, aus Essen ist er. Halb rechts Morlock Nürnberg, dann die beiden Brüder Walter aus Kaiserslautern und Schäfer aus Köln. Ungarn mit Grosic im Tor, Budzanski Lantosch in der Verteidigung, Bocic, Laurent, Zacharias im Lauf. Sturm, Zibor rechts außen, Kosic, Hidekuti, Puskas, der Major ist wieder dabei und Tott links außen. Deutschland in der Aufstellung, die Österreich mit 6:1 im Vorschlussrundenspiel schlug. Gut herausgelaufen, schlechtes Abspiel von Liebrich soeben und Ungarn Sturm, Kosic müsste schießen, Nachschuss, Puskas, Tor! Was wir befürchtet haben, das ist eingetreten. Der Blitzstart der Ungarn hat ihnen die Führung eingebracht. Doch, und trotzdem jetzt wieder einen Angriff eingefädelt hat. Doch, Glück für Deutschland und jetzt Tor! Tor! Ungarns Mittelläufer, der größte Spieler, der längste Spieler seiner Mannschaft, hat den Ball bekommen, aber sein Abschlag bleibt bei Eckel aus Kaiserslautern hängen. Der zu seinem Clubkameraden Fritz Walter, von dort zu Rahn, Rahn und Tor! Tor für Deutschland! Tor! Es steht nur noch 2:1. 10 Minuten sind gespielt. Der Schuss von Rahn aus Linksaußenposition wurde abgefälscht von einem Abwehrspieler der Ungarn. Im Spagatschritt warf sich Maxl Morlock aus Nürnberg in die Schussbahn und mit allerletzter Kraft schiebt er den Ball am ungarischen Torsteher Grosic vorbei in das äußerste linke Eck von uns aus gesehen. Gott sei Dank, es steht nicht mehr 2:0, es steht 2:1 nur noch für Ungarn und das sollte unserer Elf Mut und Selbstvertrauen geben. Nach 17 Spielminuten stand 2:1 für Ungarn, Eckball für Deutschland. Ich glaube, die zweite in diesem Spiel. Heute ist es kein 3:8, heute ist es keine B-Mannschaft. Heute spielt Deutschland stärkstes Aufgebot. Tor! Tor! Eckball von Fritz Walter, Tor von Rahn! Genau so war es. Deutschlands A-Mannschaft, der großartige Sieger gegen Österreich, hat aus 0:2 2:2 gemacht. Die erste Halbzeit in Bern ist beendet. Es steht 2:2 unentschieden. Eine großartige erste Halbzeit hat eine ausgeglichene deutsche Mannschaft gesehen. Hoffen wir, dass die Kondition und die Kampfkraft unserer Jungen stark genug ist, um den wundervoll technisch brillierenden Ungarn auch in der zweiten Halbzeit Paroli zu bieten. Jetzt Angriff der Ungarn durch Tibor, alleine durch. Turek aus dem Tor heraus, hat gerettet. Nachschuss von Hidekuti ans Außennetz, ans Außennetz. Toni, Toni, du bist Gold wert. Du bist mindestens so schwer in Gold aufzuwiegen wie der Coupe Rime, also der Goldpokal, der 1,5 Kilo schwer sein soll und einen
einen Wert von 15.000 Goldmark haben soll. Bitte 15.000, habe ich in der Aufregung gesagt. 15.000 heißt es, wenn wir uns ganz korrekt im Schriftdeutsch äußern wollen. 6 Minuten noch im Wankdorfstadion in Bern. Keiner wank. Und wann sieht man ein solches Endspiel? So ausgeglichen, so packend. Jetzt Deutschland am linken Flügel. Durch Schäfer. Schäfers Zuspiel zum Morlock wird von den Ungarn abgewehrt. Und Boczek, immer wieder Boczek, der rechte Läufer der Ungarn, am Ball. Er hat den Ball verloren diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt, abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt. Tor! 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 Linksschuss von Rahn. Schäfer hat die Flanke da innen geschlagen. Schäfer hat sich gegen Boczek durchgesetzt. 3:2 für Deutschland. 5 Minuten vor dem Spielende. Halten Sie mich für verrückt. Halten Sie mich sauber. Auch Fußballleien sollten ein Herz haben, sollten sich an der Begeisterung unserer Mannschaft und an unserer eigenen Begeisterung mitfreuen und sollten jetzt Daumen halten. 4,5 Minuten Daumen halten in Wankdorf. 3:2 für Deutschland nach dem Linksschuss von Rahn, der flach im linken Eck einschlug. 3:2 für Ungarn. Aber jetzt wie von der Tat. Für Deutschland. Ich bin auch schon verrückt. Entschuldigung. 3:2 für Deutschland. Und die Ungarn wie von der Tarantel gestochen. Lauern die Pusta-Söhne. Drehen jetzt den 7. oder 12. Gang auf und Puschitz flank, Puschkas abseits, Schuss, aber nein, kein Tor, kein Tor, kein Tor, Puschkas abseits. Eindeutige Abseitsstellung von Major Puschkas. Vielleicht lässt der Schiedsrichter auch nachspielen. Die Ungarn sind völlig aus dem Häuschen. Deutschland ist wieder im Ballbesitz. Die ganze deutsche Mannschaft setzt sich ein mit letzter Kraft, mit letzter Konzentration. Ottmar Walter fällt hin. Boczek an 2 Deutschen vorbei. Jetzt haben die Ungarn eine Chance. Spielen ab zum rechten Flügel. Schieber, jetzt der Schuss. Gehalten von Doni, gehalten. Und Puskás, der Major, der großartige Fußballspieler aus Budapest. Er hämmert die Fäust auf den Boden, als sollte er sagen, ist denn das möglich, dieser 7-Meter-Schuss? Es ist wahr, unser Toni hat ihn gemeistert und die 45. Minute ist vollendet. Es kann nur noch ein Nachspielen von 1 Minute sein. Deutschland führt 3:2 im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft, aber es droht Gefahr, die Ungarn auf dem rechten Flügel. Jetzt hat Fritz Walter den Ball über die Außenlinie ins Ausgeschlagen. Wer will ihm das verdenken? Die Ungarn erhalten einen Einwurf zugesprochen, der ist ausgeführt, kommt zu Boczek. Aus, aus, aus! Aus! Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit 3:2 Toren im Finale in Bern. Wunder! 200 Fotografen auf dem Spielfeld. Angehörige der Schweizer Armee bilden mit einem Seil ein Karree. Die deutsche Mannschaft, Weltmeister 1954, ist vollkommen im Mittelpunkt der Ovationen. Daneben stehen die Ungarn. Die Ungarn ruhig gesammelt. Ein Kompliment für diese Jungs, die großartig verlieren können. Aber unser Stolz, unsere Freude und unseren ganz innigen Dank den 11 Spielern im weißen Jersey und den schwarzen Hosen, die jetzt zur Gegentribüne hinüberlaufen und die deutsche Schlachtenkolonie begrüßen. Die Fahnen schwarz-rot-gold sind drüben im weiten Rund zu sehen und auch wir sind ergriffen, während die deutsche Elf in alle 4 Richtungen läuft und überall das Publikum, die 70.000, grüßt. Schön. Wir wollen auch in diesem Augenblick nicht vergessen, dass es ein Spiel ist. Ein Spiel, aber das populärste Spiel, das die Welt kennt. 86 Nationen gehören der FIFA, dem Fußballweltverband, an.
Und Deutschland hat in diesem Weltturnier, das alle 5 Jahre ausgetragen wird, heute den Weltmeistertitel 1954 errungen. Für 4 Jahre wandert dieser Pokal nunmehr nach Deutschland. In 4 Jahren werden wir ihn zu verteidigen haben in Schweden.